Willkommen zur dritten Woche unseres Kurses. In den zurückliegenden Lerneinheiten hatten wir euch die grundlegenden Begriffe für euer Studium erklärt. In dieser Woche geht es um Noten und Prüfungen. Wie wird man an deutschen Hochschulen geprüft? Und wie werden die Leistungen angerechnet? Welches Notensystem wird in Deutschland verwendet? Das sind die Fragen dieser Woche. Und dann gibt es noch etwas ganz Wichtiges. Das und einiges mehr werden wir euch in den Lektionen dieser Woche erklären.